Achtung, wer keinen Sarkasmus oder schwarzen Humor versteht, soll jetzt bitte ausschalten und sich für immer verpissen. In dem heutigen Video möchte ich die These, die ich in einem Video in den Raum geworfen habe, anhand von handfesten und stichhaltigen Argumenten und Belegen aus seriösen Quellen beweisen. Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, hat EA ein neues Transfermarktsystem eingeführt. Ihr kennt mich ja, ich gehöre ja eher zu den gelasseneren FIFA-Spielern. Bitte, komm schon. Die immer ruhig bleiben und sich nicht aufregen. Oh nein, weg damit, Digga, Kreis! Ich drück doch Kreis! Raus aus dem Strafraum! Also habe ich nach der Zurkenntnisnahme dieser Nachricht ganz normal und gelassen reagiert. Für alle, die nichts davon gehört haben, was ich bezweifle, aber ich erwähne es einfach mal, EA hat sogenannte Price Ranges eingeführt. Alle Spieler und so gut wie jeder andere Scheiß aus Ultimate Team können nur noch zu von EA vorgegebenen Preisen verkauft werden. Dieses Update soll Coinseller wie MMOGA oder Randerun davon abhalten, Coins zu verkaufen, was aber auch einen massiven Einfluss auf das Spiel und hauptsächlich negative Auswirkungen für die Community hat, die ich euch mal in diesem Video präsentieren will. Welche Folgen hat die ganze Scheiße? Durch die Preisspanne von EA kann ein Spieler nicht mehr für mehrere Millionen Coins auf den Transfermarkt gestellt werden, welcher dann vorher von Coinsellern gekauft wurde. Man kann sich also keine Coins mehr kaufen. Man kann sich keine Coins mehr kaufen. Durch das Ganze wird auch YouTube unglaublich stark eingeschränkt. Durch diese Price Ranges werden Wagers und Pink Slips nicht mehr funktionieren. Auch Pack Openings, in denen ein YouTuber zum Beispiel 10 Millionen Coins ausgibt, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das Dreiste an der ganzen Sache ist aber, dass große YouTuber jahrelang umsonst Werbung für EA gemacht haben. Außerdem machen die Sponsorships durch Seiten wie MMOGA ca. 60% des Hauptverdienstes großer YouTuber aus. 60%, die EA den einfach wegnimmt. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass alle großen YouTuber als ungewaschene Penner enden, die an Bahnhöfen chillen, die verdienen auch so schon genug. Ich will nur damit zeigen, dass das EA einen Scheißdreck interessiert, was die Community will. Auch mich betrifft die ganze Scheiße. Ich kann kein Wager to Ronaldo mehr bringen, keine Abo-Specials und mein Road to Liga 1 wird auch richtig eingeschränkt. Auch Pack-Openings werde ich seltener bringen, weil ich keine Lust habe, Insolvenz anzumelden. FIFA-Points sind halt arschteuer. Und genau zu diesen FIFA-Points möchte ich euch mal ein kleines Beispiel zeigen. Kurz vor dem Update haben 1 Million Coins auf der PlayStation ca. 5 Euro gekostet. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass man sich für 100 Euro 20 Millionen Coins holt. Für 20 Millionen Coins konnte man sich ca. 2667 7,5 K-Packs holen. Holt man sich aber für 100 Euro FIFA Points, dann kann man sich ganze 84 7,5 K-Packs holen. 84 Packs. Wow. Wow. Danke, EA, für so viele Packs. Jetzt gucken wir uns mal an, wie viel Geld wir an FIFA Points ausgeben müssten, um die 2667 Packs zu ziehen, die wir durch Coins gekriegt hätten. Für diese Anzahl an Packs müsste man 3175 Euro ausgeben. Also sind 100 Euro Coins gleich 3175 Euro FIFA Points. Sogar ein minder bemittelter Vollidiot erkennt hier, dass dieses Update nur dazu dient, EA noch mehr Geld in den Arsch zu blasen. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, hey, der denkt sich den ganzen Scheiß doch einfach nur aus. Aber ich habe ein Video in die Finger gekriegt aus einer sehr seriösen Quelle, die das eindeutig beweist. Vielleicht liege ich ja wirklich falsch und laber komplette Scheiße. Dann geht man auf die Seite von EA, dann steht da, dass dieses Update dazu dient, den Spaß und die Fairness zu steigern. So, so. Die gute alte Fairness. Und der gute alte Spaß. Das hätte ich ja fast vergessen. Den spüre ich vor allem jedes Mal, wenn ich am Gewinn bin und dann vom EA-Server gekickt werde.
Oder wenn ich gewinne und keine Coins und keine Punkte kriege. Super, EA, super. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie sich die EA-Mitarbeiter totgelacht haben, als sie diesen Absatz verfasst haben. Die sogenannte Fairness will ich euch mal an einem weiteren Beispiel zeigen. Ronaldo bekommt man jetzt für 9,3 Millionen Coins. Geht man jetzt von einem Spieler aus, der sich nie Coins gekauft hat und nur durch Spiele Coins kriegt, ist es einfach unmöglich, sich einen Ronaldo leisten zu können. Rechnet man mit 500 Coins pro Spiel, dann muss man nur läppische 18.600 Spiele machen und schon hat man Ronaldo! Ein Spiel dauert eingerechneter Halbzeit ca. 15 Minuten, also kommt man auf 4.650 Stunden. Das sind 194 Tage reine Spielzeit. Geht man jetzt von einem sehr süchtigen Spieler aus, der 5 Stunden am Tag spielt, dann braucht dieser Spieler nur läppische 930 Tage, um diese Anzahl an Coins zu erreichen. Das sind 2,5 Jahre. Aber zum Glück ist ja jetzt alles fair, Leute. Es gibt keine Ronaldos mehr auf dem Transfermarkt. Es gibt keine Messis mehr auf dem Transfermarkt. Es gibt keinen einzigen verschissenen Team of the Year Spieler auf dem Transfermarkt. Es gibt keine guten Spieler mehr. Aber hey, wenigstens macht das Spiel jetzt Spaß und ist fair. Das hat sich gereimt. Spaß beiseite, jetzt mal im Ernst. Sie hätten diesen Scheiß einfach in FIFA 16 bringen können. Es vorher ankündigen können. Aber nein, sie bringen es einfach in FIFA 15 und benutzen uns als Versuchskaninchen. Das Schlimmste an dem Ganzen ist aber einfach, dass man keine andere Wahl hat. Man muss sich diesen Scheiß gefallen lassen, weil es keine alternativen Fußballspiele gibt. Man kann zwar PES spielen, aber dort gibt es halt keinen Suchtfaktor, der einen dazu verleitet, sich das Spiel ein Jahr zu geben. EA fickt mit diesen neuen und vor allem spaßigen Price Ranges einfach jeden FIFA-Spieler so hart trocken in den Arsch, dass man ab jetzt Erwachsenenwindeln tragen muss. Auch traden geht ab jetzt nicht mehr. Ich zum Beispiel habe mir 7-mal Müller Second in Form gekauft. 7-mal für 600k. Vor dem Update war er 1,2 Millionen wert und ich habe mich richtig gefreut und bis zum Team of the Season wäre er locker auf 2,5 angestiegen. Und jetzt? EA hat die größten Scheiß-Server. Und woran arbeiten sie? Sie nehmen einem einfach den letzten Spaß. Und es juckt sie einfach nicht. Es juckt sie einfach nicht. EA will also unser Feedback haben. Überall, auf Twitter, Facebook und so weiter, wird EA mit dem Tod gedroht. Es juckt sie trotzdem nicht. So, und was lernen wir aus der ganzen Sache? EA ist ein Haufen pädophiler Waschlappen, die mit Leuten wie Edati auf Kinderpornos ejakulieren. Natürlich denke ich mir das nicht einfach aus. Hier die Beweise, schwarz auf weiß.